Frisch und munter geht's wieder los hier bei den Gameswelt-Nachrichten, auch im neuen Jahr 2022. Ich bin der Pimin und ich wundere mich, dass ich nach dem ganzen Essen hier in meine kleine Tonkabine noch reingepasst habe, wenn das die Oma hört. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtszeit für euch genutzt, konntet ein wenig ausruhen, habt ein paar freie Tage, seid auch vor allen Dingen gut ins neue Jahr gestartet. Denn auch dieses Jahr habe ich wieder 4 Themen für euch vorbereitet. Deshalb ist die Grafik in Elden Ring schlechter als im Demon's Souls Remake. GoldenEye 007 erscheint wahrscheinlich für die Xbox, die ersten Xbox Games with Gold im neuen Jahr und dann gibt's natürlich auch die neuen PS Plus Spiele. Wenn ihr auch in diesem Jahr keine News verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke. Viel Spaß mit den ersten News in 2022. Der Februar bringt für viele schon früh im Jahr den wohl direkt heißesten Game of the Year-Anwärter, Elden Ring. Nach dem letzten Network-Test waren allerdings Stimmen innerhalb der Community laut geworden, die die Grafik von Elden Ring so ein bisschen in Frage stellten. Gerade vor dem Hintergrund des Demon's Souls Remake schneidet der neueste Titel von From Software und bei der Namco nämlich weniger prachtvoll ab. Dazu äußerte sich nun der Chefentwickler höchstpersönlich. Der Grund? Die Priorisierung sei einfach anders ausgefallen. Während Bluepoint Games beim Demon's Souls Remake auf eine große visuelle Grafikpracht setzte, sei für Elden Ring ein Grafikgerüst vonnöten, das weite Areale auch mit ausreichend Performance darstellen kann. Und ein flüssigeres Spiel klingt gar nicht mal so schlecht. Der N64-Klassiker GoldenEye 007 war lange Zeit indiziert. Zumindest bis vor kurzem, als noch vor Ablauf der 25-Jahres-Frist ein Antrag auf Streichung vom Index angestoßen und stattgegeben wurde. Demzufolge ranken sich natürlich direkt zahlreiche Gerüchte und Mythen, wie es mit dem Spiel jetzt weitergeht, zum Beispiel als Neuveröffentlichung für Switch Online oder als Xbox 360 Remaster, was ihr ja auch schon über Emulatoren spielen konntet, aber letzten Endes gestrichen wurde. Allerdings kein Grund zu verzagen, denn neueste Funde deuten auf eine baldige Xbox One Veröffentlichung hin. Auf den offiziellen Xbox Servern wurde nämlich nun schon die komplette Liste an Erfolgen gefunden und 2 Accounts haben bereits schon welche freigeschaltet. Es bleibt also spannend. Das Jahr ist noch ganz frisch, schon bekommt ihr die ersten Xbox Games with Gold. Wie immer erwarten alle Abonnenten 4 Spiele gratis. Für die Xbox One und Series gibt es seit dem 1. Januar Nero Voida. Das bekommt ihr einschließlich bis zum 31. Januar. Auch für die Xbox One und Series kommt dann Aground vom 16. Januar bis zum 15. Februar. Wie gewohnt bekommt ihr auch für die Xbox 360 2 Spiele spendiert. Vom 1. Januar bis zum 15. Januar bekommt ihr Radiant Silvergun und daran anschließend vom 16. Januar bis zum 31. Januar Space Invaders Infinity Gene. Dank Abwärtskompatibilität lassen diese sich aber auch auf neueren Konsolen zocken. Aber natürlich, nicht nur die Xbox bekommt neue Spiele spendiert, sondern auch die PlayStation. Im Januar dürft ihr euch als Abonnent auf 3 neue Gratisspiele freuen. Für die PlayStation 4 und 5 erhaltet ihr das Rennspiel Dirt 5 aus dem Hause Codemasters. Auch für beide Konsolengenerationen erhaltet ihr Deep Rock Galactic. Heißt, direkt zum Launch der PlayStation-Version bekommt ihr das Spiel als Abonnent gratis, so wie es auch Microsoft mit dem ab Tag 1 im Xbox Game Pass praktiziert. Als drittes Spiel erhaltet ihr für die PlayStation 4 Persona 5 Strikers, das eher actionlastige Spin-off der JRPG-Reihe. Alle 3 Spiele sind ab heute, den 4. Januar, erhältlich. Das war's schon wieder mit den ersten Gameswelt-Nachrichten hier im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, ihr bleibt mit dabei, denn dann hören wir uns auch morgen wieder, pünktlich wie immer um 19 Uhr. Ich freue mich auf euch. Ciao!